Hallo zusammen und herzlich willkommen zur vierten Folge von MJ Update. Heute mit einem Special und zwar Unboxing. Hier seht ihr es schon. Zwei kleine Pakete und ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Ich habe da schon so eine kleine Vermutung und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Viel Spaß! Prima, da sind wir wieder. Wir steigen mal direkt ein und schauen uns an, was hier drin ist. Bestellt im Music Garden. Da ist bestimmt etwas drin, was ich noch nicht habe. Ah, da ist sie. Und zwar Siegfried und Roy Magic Music The Show. Da haben wir es. Might is the Magic und verschiedene andere Songs sind hier drauf. Das erschien als Single im ZYX Verlag. Da gab es damals auch schon mal ein Soundtrack zur offiziellen Siegfried und Roy Show. Und Michael Jackson hat dazu damals ein Lied beigesteuert. Und das heißt eben Mind is the Magic. Das ist hier drauf. Das ist sozusagen schon eine offizielle Single, könnte man das nennen, oder EP. Und ja, die gibt es online, immer wieder taucht das mal auf und freue ich mich jetzt sehr, dass ich diese Single habe. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was hier in diesem Hauptpaket drin ist. Ich habe das gerade frisch abgeholt bei der Post. Das knistert jetzt ein bisschen. Ah, da sehe ich schon was. Tada! Der MJ Market. Das ist ein amerikanischer Michael Jackson Store, wo es offizielle Michael Jackson Produkte gibt. Das kurz zur Erklärung, wer oder was das überhaupt ist. Subscription Box. Das ist eine extra für den Käufer zusammengestellte Überraschungsbox sozusagen. Da sollen rare Sachen drin sein, die ich im besten Fall noch nicht habe. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was mich erwartet. Dieser MJ Market, den gibt es noch nicht ganz so lange. Ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre gibt es den. Und die haben mit dieser Überraschungsbox, wie sie es nennen, halt wirklich eine Marktlücke getroffen. Ja, jetzt habe ich mir auch mal so eine Box zugelegt und bin wirklich sehr gespannt, was da drin ist. Und lasst uns mal reingucken. Auf jeden Fall ist die sehr gut, sehr hübsch zurechtgemacht mit dem Sticker MJ Market. Ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt hier halbwegs unbeschädigt aufkriegen soll. Aber gucken wir mal. Ah, okay. Was haben wir hier? Einmal eine Postkarte. MJ Market. Welcome to your MJ Market Subscription Box. Also die für mich zusammengestellte Box. Ja, und deine Box wird immer mit einem Mix aus Items und Exciting Vintage Collectibles zusammengewählt. Also jede Box ist wirklich sehr individuell zusammengestellt. Keine Box ist wie eine andere. Und so, dass da immer, wahrscheinlich jetzt Überraschungen auf mich warten. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben ja einmal eine Postkarte. Was erwartet uns hier? Hier haben wir einmal eine Kassette, eine Motown Cassette Classic, Michael Jackson and the Jackson 5. Also wir haben hier eine klassische Best-of-Kassette, offizielles Motown-Produkt in einem sehr guten Zustand. Also da sind keine Kratzer drauf. Also wir haben einmal eine Kassette. Ich stelle sie mal hier oben hin. Das hier brauche ich nicht. Das tue ich mal nach unten. Einmal die Kassette. Was haben wir hier als nächstes? Oh cool. Michael Jackson Japan Tour 87. Das sieht nach VIP-Tickets oder was könnte das sein? Gespannt.
Ah, okay, das sind, glaube ich, so Untersetzer. Von der Japan-Tour 87 Untersetzer für, ja, wahrscheinlich Untersetzer für Gläser. Also auch das, auch nochmal wo gemerkt, das sind alles offizielle Produkte, die irgendwie im Rahmen diverser Promo-Veranstaltungen veröffentlicht wurden oder hergestellt wurden. Also wir haben hier die Untersetzer. Ah, wir haben hier ein offizielles, ja, so ähnlich wie Panini-Sticker sind hier drin. Noch original verpackt, das lasse ich auch verpackt. Und da gibt es drei Super Gloss-Fotocards. Die habe ich eigentlich schon, die ganze Serie, aber ich habe noch keins in original verpacktem Zustand. Also auch sehr schön. Was haben wir hier? Ah, okay, wir haben hier ein Laser Blazer 3D Holographic Sticker. Auch sehr cool. Auch sehr selten. Also, ich habe sowas schon mal auf eBay gesehen. Also, die werden da in der Regel immer recht hoch gehandelt. Also, recht cool. Und da ist so ein Hologrammbild drin. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera auch sehen könnt. Ja, richtig cool. Gefällt mir. Oh, wir haben das Moonwalker Storybook. Das habe ich noch nicht. Nee, das habe ich noch nicht. Auch sehr cool. Ja, das ist zum Film Moonwalker, das Storybook. Und da wird die Geschichte des Films quasi nochmal drin erzählt. Und da sieht man auch Aufnahmen, auch in Top-Zustand. Also das ist wie neu. Da sind Fotos drin vom Film Moonwalker, Sean Penn und Kelly Price, nee, wie heißt sie nochmal? Kelly Parker, Joe Pesci. Ja, und hier sind eben Setfotos, Smooth Criminal. Ja, richtig cool. Doch, das gefällt mir. Hat damals in den USA 9,95 $ gekostet. Und nach so vielen Jahren hat es den Weg zu mir gefunden. Was haben wir hier? Da haben wir ein T-Shirt. Ah, sehr cool. Da gucke ich mal rein. Einmal aufmachen. T-Shirts liebe ich ja und sammle ich auch. Das scheint auch ein richtig cooles zu sein. Was haben wir hier? Ein offizielles Michael Jackson Größe M, also meine Größe auch. Und da haben wir es. MJ, Michael Jackson, Human Nature. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles T-Shirt, aber es ist kein offizielles vom Triumph. Ne, Triumph ist hier nicht drin. Also die T-Shirts sind in einer Eigenherstellung vom MJ Market. Das hatte ich anders in Erinnerung. Ich dachte, die sind offiziell, aber trotzdem das Motiv. Und mit Human Nature drauf, das ist ja eines meiner absoluten All-Time-Lieblingslieder von Michael Jackson, finde ich das auf jeden Fall trotzdem richtig cool. Und es ist ein cooles Motiv. Daran könnte sich auch der offizielle Michael Jackson-Shop ein Beispiel nehmen, weil viele Produkte, die im offiziellen Shop haben, sind nicht immer so mega gut. Aber alle anderen Sachen, bis auf das T-Shirt, sind offizielle Produkte bis jetzt. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein paar Sticker. Da müssen wir mal näher drauf gucken, was das für Sticker sein könnten. Da haben wir einmal, ist der Sticker von der The Girl Is Mine. Ja, ist ein Werbesticker. Wahrscheinlich war der mal auf dem Thriller-Album. The Girl Is Mine with Paul McCartney, Billie Jean und Beat It. The Album is also available on cassette. Also das scheint ein Sticker zu sein für das Thriller-Album. Hier noch eins. Hier werden auch Beat It, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, The Girl Is Mine und Human Nature beworben. Und hier haben wir noch einen weiteren Sticker. One of the best-selling albums in record history contains all classic hits. Und da geht es wieder um das komplette Thriller-Album. Ja, auch eine coole Sache. Hier haben wir irgendwas eingewickelt.
Gucken wir mal, was das ist. Ah, okay, das ist ein Poster von der Kingvention. Die Kingvention ist eine, ja, sozusagen ein Michael Jackson Convention in London. Die findet jährlich so im Spätsommer, August, September, ich glaube eher September statt. Und ja, und da treten halt in der Regel immer irgendwelche Personen auf, die mit Michael Jackson mal zusammengearbeitet haben, Freunde, also ganz unterschiedliche Personen. Die hat letztes Jahr auch stattgefunden und soweit ich weiß, war der MJ Market auch auf der Kingvention vertreten und wahrscheinlich haben die dazu so ein Bild kreiert. Das Bild kennen wir ja vom Stranger in Moscow, im Hintergrund der rote Platz und hier ist es eben eine rote Londoner Telefonzelle, an die sich Michael lehnt. Das ist natürlich eine Fotomontage und das ist auch kein offizielles Michael Jackson Produkt. Das ist denn extra hierfür hergestellt. Und was haben wir hier? Ah, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das ist eine offizielle Promo-Card vom Epic Records. Und ja, das ist eine coole Sache, weil die scheint, also das ist wirklich selten, also eine offizielle Aufnahme von Epic Records. Ich musste das nochmal nachrecherchieren, in welchem Zusammenhang die hergestellt wurden. Aber die gab es so käuflich, glaube ich, nicht zu erwerben. Und hier steht auch Joseph Jackson Management, Michael Jackson, Epic. Das scheint noch aus der Zeit zu stammen, als Joseph Jackson das Management geleitet hatte, also aus den ja, frühen 80ern. Und vom Look her wird es wahrscheinlich so die Off-the-Wall, Spät-Off-the-Wall-Zeit sein. Das Off-the-Wall-Album war ja sicherlich schon draußen. Das finde ich auch richtig cool. Und was haben wir hier? Ah, das ist auch cool. Hier haben wir Broschen. Und zwar die komplette Set zu den Number Ones Alben. Und mit den ganzen Motiven des Albums, also Number Ones ist ja ein Greatest Hits Album von Michael Jackson und das wurde in vier verschiedenen Covern veröffentlicht und diese zu diesen vier Covern sind hier die entsprechenden Pins, also die Anstecker auch gestaltet. Also ich habe die schon mal gesehen, die gab es damals, die sind auf jeden Fall auch offiziell. Ja, eine coole Zusammenstellung. Guck noch mal rein und ja, das war meine Box, also das ist die MJ Market Box. Ja, da erzähle ich vielleicht noch was zu den Kosten, wenn ihr auch so eine Box bestellen wollt. Die E-Mail-Adresse von MJ Market, die habe ich jetzt nicht im Kopf, die schreibe ich euch unten rein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch die Boxen bestellen. Preislich liegen die bei $100. Beim Umrechnungskurs des Euros, ich habe nicht nachgeschaut, das ist, glaube ich, Pi mal Daumen, ungefähr das Gleiche. Und wenn ich das mal so gedanklich gerade überschlage, ist, ob sie das wert ist. Also, ich würde mal schätzen, es kommt in etwa hin, die Teile, also es ist natürlich eine Überraschungsbox, man muss sich darauf einlassen, man weiß nicht, was einen erwartet. Hier ist jetzt nichts bei, was ich schon habe. Also, hier diese Karten, da habe ich ja eben erwähnt, die habe ich schon, die Sets. Da gab es aber auch verschiedene Sets. Aber ich habe keins, das noch original verschlossen ist. Deshalb werde ich das auch original verschlossen halten. Das Buch habe ich nicht, dieses Promo-Foto nicht, dieses 3D-Hologrammbild nicht, die Sticker nicht, die Pins, die Untersetzer, die Kassette, dazu T-Shirt und das Poster. Alles in allem würde ich sagen, das ist 100 € ungefähr auch wert. Und wer sich da überraschen lassen möchte, was da, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich freue mich darüber. So, da sind wir dann auch schon am Ende dieser Ausgabe Unboxing MJ Market.
Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert doch gerne, liked gerne den Kanal und schreibt mal rein, welche Collectors ihr so in eurer Sammlung habt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.